Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Schweiz. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Der Bundesadler. Wann wurde die DDR gegründet? 1953. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz? Mutterschutz. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man Punkt. Soziale Marktwirtschaft. In Deutschland Punkt. Darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sein? Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. 2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der römischen Verträge gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge? Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG. Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Den Bundespräsident, die Bundespräsidentin. In Deutschland nennt man die letzten 4 Wochen vor Weihnachten Punkt. Die Adventszeit. Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? Das Briefgeheimnis. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Thüringen. Was bedeutet der Begriff europäische Integration? Damit sind der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am Punkt Religionsunterricht teilnimmt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit Punkt 1990. Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das Punkt. Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil Punkt. Weil er im Rollstuhl sitzt. Oh. Moment mal, was habe ich gemacht hier? Ich habe falsch. Weil er eine dunkle Haut hat, das war der richtige Mann. Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren. Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? Den Fernseher reklamieren. Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? Weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist. Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat? Die 5 fürstlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR? Vorpommern. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Ordnungsamt. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit Punkt. CSU und SPD. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Direktive. Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehörten? Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in der Zukunft sehr schnell. Was kann man tun? Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied. Punkt. Der Europäischen Union EU. Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen nach Deutschland? Italien. Was darf das Jugendamt in Deutschland? Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder Hunger muss, aus der Familie nehmen. Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle Punkt. 5 Jahre. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Punkt. Anwesend heißt es nicht. So, geschafft.